Mein Name ist Lieselotte und ich komme aus der Schweiz. Meine Erfahrungen von Impfungen war vor vielen Jahren. Es war eine Grippeimpfung. Es war obligatorisch, weil ich im medizinischen Bereich tätig war und ließ mich impfen auf den Druck von den Vorgesetzten. Und meine Erfahrung war dann, ich war nie so viel krank wie in dieser Zeit, wo ich die Impfung hatte. Von jedem Hauch, der umherging, von Erkältung oder was auch immer, ich bekam es. Und ich war vorher immer gesund und hatte Abwehrstoffe genug. Mein Fazit war, ich lasse mich nie mehr impfen. Und ich habe es bis heute, und das sind 20 Jahre her, durchgezogen. Ich habe keine Grippe. Und ich bin viel, viel weniger, vielleicht mal Husten oder Halsschmerzen, wenn es sein sollte, aber nicht mehr krank. Mein Fazit ist, lasst euch nicht impfen, auch nicht unter Druck. Und es braucht, das ist Erkenntnis von auch meinen Erfahrungen und vielen Erfahrungen von Patienten, die ich betreut habe, es braucht lange Zeit, bis der Körper sich regeneriert gegen die Impfstoffe und bis man wirklich wieder gesund ist, ohne diese schädlichen Stoffe.